Willkommen zu einem neuen 360-Grad-Video. Der heutige Schwerpunkt wird auf dem richtigen Hantieren mit Sicherungsgeräten und wichtigen Prinzipien beim Sichern liegen. Zu beachten ist, dass dieses Video keine vollständige Anleitung zu einem Sicherungsgerät bietet. Vor Verwendung eines unbekannten Gerätes sollte man sich mit der richtigen Handhabung auseinandersetzen. Jedem Gerät, das verkauft wird, liegt eine Bedienungsanleitung bei, welche die richtige Handhabung des Gerätes beschreibt und neben der Funktionsweise auch angegeben wird, für welches Seildurchmesser das Gerät geeignet ist. Viele Hersteller bieten auch Online-Video-Tutorials an, in welchen der richtige Umgang mit Sicherungsgeräten demonstriert wird. Nun werden wir uns auf ein Sicherungsgerät konzentrieren, den Smart von Mammut, und damit den Umgang demonstrieren und verschiedene Prinzipien veranschaulichen. Nachdem wir die Bedienungsanleitung gelesen haben, nehmen wir das Gerät und testen es mit einigen Vorübungen. Zuerst legen wir das Seil wie auf dem Gerät abgebildet ein, nehmen den Verschlusskarabiner, legen ihn durch das Sicherungsgerät und durch den Hauptanseilring des Klettergurtes. Der Smart ist ein sogenannter Autotuber, also ein Sicherungsgerät mit zusätzlicher Blockierfunktion. Der einfachste Funktionstest ist ein simpler Zugtest im Stand. Hier kann bereits beobachtet werden, welchen Einfluss die Position der Hand auf das Sicherungsgerät hat. Die Position der Bremshand, also die Hand, die im Seilverlauf hinter dem Sicherungsgerät liegt, sollte immer hinter und unter dem Gerät liegen, damit das Gerät blockiert. Das bedeutet, die Bremshand muss sich immer unter dem Sicherungsgerät befinden und das Seil immer umschließen. Beim Seil einholen und auch ausgeben muss natürlich die Position der Hand andauernd gewechselt werden. Um zu gewährleisten, dass die Position der Bremshand immer eine sichere ist und das Seil stets von der Bremshand umschlossen wird, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das sogenannte Tunneln. Hierbei bilden Daumen und Zeigefinger einen Ring um das Seil und umschließen dies dauernd. Beim Seil einholen oder ausgeben tunnelt somit die Hand entlang des Seils und es kann nachgegriffen werden. Diese Methode ist sehr beliebt, jedoch muss bei längerem Sichern aufgepasst werden, um nicht nachlässig zu sichern. Eine andere Methode ist das Umgreifen. Hier wird die zweite Hand verwendet, um während des Umgreifens immer eine geschlossene Sicherungskette zu gewährleisten. Das Seil wird knapp hinter dem Sicherungsgerät mit der zweiten Hand gefasst und mit der Bremshand nachgegriffen und das Seil wieder fest in der Hand gehalten. Welche Technik angewandt wird, kann jeder selbst entscheiden. Jedoch sollte immer vorher am Boden geübt werden und nicht sofort an einer schwierigen Route, bei der es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Sturz kommt. Weitere Übungen, die am Boden durchgeführt werden können, ist das Üben des Ablassens. Dazu wird das Seil durch die erste Expressschlinge gefädelt und der Sicherer kann den Kletterer ablassen. Auch simple Sturzübungen können in dieser Aufbauweise geübt werden. Dazu nimmt der Kletterer etwas Anlauf und der Sicherer versucht den Kletterer mit dem Sicherungsgerät abzubremsen. Dies kann natürlich mehrmals durchgeführt werden mit mehr oder weniger Schwung. Hat man sich mit dem Sicherungsgerät vertraut gemacht und bereits einige Vorübungen am Boden durchgeführt, kann losgeklettert werden. Als erste Route sollte natürlich nicht die schwierigste und höchste gewählt werden, sondern eventuell eine leichte und diese auch nur teilweise geklettert, um mit dem Sicherungsgerät noch etwas üben zu können. Nun werden wir noch weitere wichtige Aspekte für das Sichern besprechen. Die Wahl des Kletterpartners hängt zwar meist mit der Motivation, Zeitmanagement oder Freundschaft zusammen, jedoch sollte auch der Gewichtsunterschied beachtet werden. Ist der Sicherer schwerer als der Kletterer, kann dies dazu führen, dass ein Sturz für den Kletterer durch ein schnelles Abbremsen sehr hart werden kann. Dem kann jedoch leicht mit dynamischen Sicherungsmethoden entgegengewirkt werden. Die andere Möglichkeit, ein leichter Sicherer und ein schwerer Kletterer, sind schon schwieriger in den Griff zu bekommen. Bei einem Sturz kann hier der Sicherer ungewollt vom Boden gerissen oder an die Wand geschleudert werden. Daher sollte der Gewichtsunterschied niemals mehr als 30% betragen. Dabei kommen wir auch gleich zum nächsten wichtigen Punkt des Sicherns, der richtigen Standortwahl.
Beim Top Rope Klettern ist der letzte Umlenkpunkt des Seiles oben am Top. Das heißt, die richtige Position des Sichernden wäre nahe an der Wand, um nicht an die Wand gezogen zu werden. Befindet man sich noch im Sturzbereich des Kletterers, sollte man natürlich einen Schritt außerhalb stehen, um nicht in Gefahr zu kommen. Bei überhängenden Wänden ist das Ganze natürlich etwas anders, da der Umlenkkarabiner nicht nahe am Fuße der Wand ist, sondern etwas außerhalb. Hier wäre der richtige Standort auch wieder direkt unterhalb des Umlenkkarabiners. Während des Kletterns muss natürlich volle Aufmerksamkeit beim Sichern gegeben werden. Das heißt, der Kletterpartner darf niemals aus den Augen gelassen werden. Als letzten wichtigen Punkt ist das richtige Einholen und Ausgeben des Seiles. Während des Kletterns sollte immer nur wenig Schlappseil vorhanden sein, damit im Falle eines Sturzes der Sturzweg kurz bleibt. Beim Top-Rope-Klettern kann dies leicht durch ein nahezu gespanntes Seil erreicht werden. Beim Vorstiegsklettern ist dies schon etwas schwieriger, was wir jedoch in späteren Videos noch genauer behandeln werden. Abschließend fassen wir nochmals alle Punkte zusammen. Nur mit vertrauten Sicherungsgeräten arbeiten. Bremshandprinzip immer einhalten. Gewichtsunterschied von Kletterer und Sicherer beachten. Den Standort zum Sichern richtig wählen. Den Kletterpartner beim Sichern niemals aus den Augen lassen. Und zu guter Letzt das Sicherungsseil nie zu weit durchhängen lassen.